Heute geht es um einen der wichtigsten Finanzierungsformen für Startups, Crowdfunding und Crowdinvesting. Vor allem Startups und Unternehmen im B2C-Umfeld, also Business-to-Consumer-Umfeld, setzen Crowdfunding oder Crowdinvesting ein. Sie nutzen es aber nicht nur, um Geld einzusammeln, sondern auch, um neue Kunden zu gewinnen und natürlich das eigene Produkt zu vermarkten. Ganz bekannte Beispiele im Bereich Crowdfunding und Crowdinvesting sind zum einen der Sportclub Rapid Wien und die Freiheitsstatue. Sowohl bei Crowdfunding als auch bei Crowdinvesting gibt es verschiedenste Varianten. Beginnen wir mal mit dem Thema Crowdfunding. Hier gibt es Reward-Based und Donation-Based. Bei Reward-Based geht es darum, dass ich für mein Geld quasi eine Art Reward, eine Belohnung bekomme. Das kann beispielsweise das Produkt sein. Hingegen bei Donation-Based spende ich mein Geld, vor allem im karitativen Umfeld ist das gang und gäbe. Kommen wir zu Equity-Based Crowdinvesting, wo es darum geht, dass ich Anteilseigner oder Eignerin des jeweiligen Unternehmens werde. Oder Lending-Based, wo ich quasi ein Darlehen gebe, was verzinst wird. Meistens ein nachrangig verzinstes Darlehen. Die bekanntesten Crowdfunding- oder Crowdinvesting-Plattformen sind unter anderem Condor, Green Rocket, Renity vor allem im Immobilienbereich oder international Kickstarter. Habt ihr schon jemanden einmal über die Crowd finanziert oder könnt ihr es euch vorstellen? Schreibt es in die Kommentare.